Okay. Reworked your repulsors with some of the parts I salvaged from their old engine. Should fix that stabilization problem you had. Come on, Rover. It'll work. Commander! Getting our tech to talk to theirs is harder than you'd think. Lily Shen, Chief Engineer, at your service. You were probably expecting to see my father. In all that's happened, I'm guessing Central didn't tell you yet. He's gone. Dad gave everything he had to get us this far. This entire ship is his life's work. I know he would have loved to show you around the place himself. He used to talk about you a lot. You can be sure I'm ready to finish what he started. Might not look it, but from here, I can fabricate pretty much anything you come up with. And with a little more help, well, you'd be amazed with what I can do. It was an honor to finally meet you, Commander. I can't promise any miracles, Commander, but I should be able to put some of the stuff together in no time at all. I'd suggest we get started with a med kit. It'll probably come in handy sooner rather than later. I'm on it, Commander. Looks like Tigan has made progress on his research. We should meet him in the lab. So much of my own research based upon this simple design. If only I had known. Ah, Commander, excellent timing. There's been some progress. I've managed to break down several key components of the chip implanted into your skull. My analysis reveals that its primary function was that of a conduit, passing a vast amount of data directly to your cerebral cortex. With the primary connection severed, much of that data is lost. Several fragments do remain, however. Ghosts, if you will. Observe. Tactical combat simulations. War games. The sheer volume of encounters you were processing was astounding. It is truly remarkable that you survived as long as you did. Though this may seem disconcerting, there is still some good news. This chip bears a striking resemblance to a medical implant I briefly assisted in developing at the gene therapy clinic in New Providence. My understanding was that the implants were intended for high-ranking Advent officers only, captains or above. Retrieving a chip from such an officer would be the only way to know for certain. A greater understanding of these implants would undoubtedly benefit us all, Commander. New objective added. The Advent officers have clearly been modified to allow for their subordinates to receive new orders psionically. The implanted chip is the key. Willkommen zurück, Commander. Wir spielen Episode 2 unseres Let's Plays von XCOM 2. Wir haben gerade die erste Technologie erforscht, der Chip, den unser Commander für, ja, wie lange war es nochmal, 20 Jahre im Gehirn getragen hat. Und eine Kampfsituation oder Simulation nach der anderen noch leben musste. Das müssen wir uns jetzt nicht mehr alles durchlesen, wir kennen das schon. Was wir hier schriftlich haben, ist nichts anderes als eine kurze Zusammenfassung der ganzen Dinge, die uns Tigan gerade eben erzählt hat. Das Let's Play hier wird so circa 45 Minuten laufen. Sollte euch das zu lang sein, habe ich euch jede Menge Links in die Beschreibung dieses Videos reingestellt. Da könnt ihr euch quasi den Content rauspicken, den ihr gerne anschauen möchtet, den ihr gerne haben möchtet. Nur für den Fall, ja? Gehen wir hier mal raus. Oh, wir können was Neues erforschen. Modulare Waffen, Hybridmaterialien und eine Autopsie bei dem Officer durchführen. Ich würde sagen, wir erforschen die Waffen jetzt erstmal. That area of research to be among the more intriguing options available. We'll begin work immediately. I'll send word when a complete report is available.
Looks like Shen got that converter up and running, Commander. We're ready for you on the bridge. Okay, erstmal gehen wir jetzt noch hier in die Bar. Warte immer mal gucken, was hier so abgeht. Hier kann man also die gefallenen Soldaten angucken, in welcher Operation sie gefallen sind und so weiter. Ich habe so das Gefühl, da kommen noch ein paar mehr dazu. Naja. Just stay clear of the perimeter, understood? Commander, good. I think we got something here. Despite all of Advent's efforts, there are still people who refuse to believe their lies. And it's time we let them know they're not alone. We've already located a target for our first operation. Sir, given our current location, there's actually no way the Sky Ranger could reach that position. Who said anything about the Sky Ranger? Shen, status report, are we ready? Short answer, yes. But you might all want to hold on to something. Setting course for Sector 15, West Asia. We're ready to start making moves, Commander. By hitting Advent wherever we find them, we can help strengthen the resistance. In return, they'll contribute material and personnel to support our operations. Okay. Hier haben wir eine einfache Mission, so sagt zumindest die Beschreibung. Lustig auch zu erwähnen, hier wir bekommen einen Engineer dazu, wenn wir diese Mission annehmen. Dieser Engineer ist aus meinem vordefinierten Charakter. Commander, it looks like Shen prepped a med kit for us. We should equip one of our soldiers with it before they deploy. Okay, am Start haben wir hier Tyrin mal wieder, die schon in der letzten Mission ziemlich Gas gegeben hat. Die Beförderung zum Sharpshooter, also zum Sniper, mitgemacht hat. Und unser alter Ego Lane, der jetzt hier auch in der Startcrew dabei ist. So, das Medkit haben wir jetzt mal dem Yuki gegeben. Und ich würde sagen, wir legen los und hoffen irgendwie, dass diese Mission ein bisschen besser läuft als die letzte. Die letzte, da habe ich ja gleich einen Soldaten verloren. Es gab gleich jede Menge Gegner im Feld. Also ich fand, das war für eine erste Mission schon ein bisschen zu krass ausgewählt. So. Operation Warblade heißt diese hier. We've been keeping an eye on an intermittent signal moving through this area. And we think it's tied to an unprotected terminal on board one of the Advent trains. We can't pass up a chance to retrieve their data on the latest alien project. So we're moving on the train. Eliminate all hostile forces with extreme prejudice. If we can seize control of that data, we might have a shot at stopping their progress. Wo der Zug wohl geht, keine Ahnung. Okay, wir legen dann mal los. Ich muss sagen, diese Vorbesprechungen sind schon verdammt stimmig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Menace 1-5, this is Avenger. The access point we're after is just ahead. Move to secure the area. Expect hostile resistance. Okay, die Aliens wissen nicht, dass wir hier sind. Das ist wieder diese Neuerung in XCOM 2. Was wieder mal am Start ist, ist dieser Timer hier. Wir haben hier running around the clock, but you'll never see them loading or unloading any cargo. At least not where anyone can see it. Wir haben nur 8 Züge zur Verfügung, bis das Netzwerk runtergefahren wird und wir keine Möglichkeit mehr haben, an die Daten ranzukommen. Das heißt, wir können mal wieder nicht gechillt vorgehen, sondern müssen hier wirklich Gas geben, dass wir unsere Daten ziemlich weit nach vorne in Stellung bringen und hoffen,
dass die Gegner uns nicht entdecken. Mhm, okay, die Aliens haben nicht viel gemacht diesmal. Oder das wurde einfach nur stark abgekürzt. Man weiß es nicht so genau. So. Und zur nächsten Deckung. Na, ein bisschen weiter geht auch noch. Hier in der Mitte will ich mich aber nicht hinstellen. Dann mal hier hin. Okay, weiter aufs Ziel zu, wie man so schon sagt. Sato hier ist unser Spezialist. Ihr seht, er hat eine Drohne, die ihm überall mithin folgt. Kann aber, glaube ich, in der ersten Version hier noch nicht allzu viel machen. Ich glaube, das Einzige, was er kann, ist so ein sogenanntes Age Protocol, das dann einem anderen Soldaten einen Bonus bei der Verteidigung gibt. Was ja nicht schlecht ist an sich, aber da kommt ja doch noch einiges dazu, was ich so mitbekommen habe. So, wir rücken weiter vor. Bislang läuft das alles sehr gut. Haben aber auch noch keine Aliens am Screen. Okay, also vorhin ging da irgendwie gar nichts ab und jetzt haben wir hier eine 5-minütige Pause, in der wir nicht sehen, was die Aliens so machen. Ich frage mich, ob das ein Bug ist oder ob da wirklich jetzt so viele Feinde hier irgendwo rumlatschen, wo man es nicht sehen kann. Wir werden es rausfinden, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Oh, wir sind ja schon in der Nähe vom Netzwerk. So, wir sprinten jetzt einfach mal mit Tyrant. Oh, okay. Vielleicht keine so gute Idee. Commander, we have confirmation of the exposed access point. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Okay, wir sprinten jetzt mal mit Lane direkt hier hin und schmeißen eine Granate. Ich glaube, wenn wir das richtig positionieren, ja. Okay, ihr seht, die haben alle nur 3 Lebenspunkte. Unsere Granate nimmt genau 3 weg. In dem einen Fall auch 4. Das heißt, wir haben hier die beiden Soldaten wirklich in einem Wisch weggewischt. In einem Wisch weggewischt. Und Lane hat gleich eine Beförderung kassiert. Also das lief ja jetzt nicht so übel. Okay, die beiden sind im Overwatch. Mal gucken, was sich da noch so bewegt in dieser Runde. Oder auch nicht, ja. Wir sehen mal wieder nichts von den Aliens. Ich muss aber sagen, das sieht mir schon sehr nach Bug aus, weil das einfach viel zu lange ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Firaxis da wirklich wollte, dass dann der Spieler irgendwie 2 Minuten nur auf dem Bildschirm schaut und nichts davon hat. Aha, wir haben einen Sektoiden gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, das war einer. Okay, so, jetzt hacken wir das Ding mal. Das erste Missionsteam schon in Reichweite. Okay, da gibt es ja einige lustige Optionen. Mit 4 und 1% ist mir das aber zu niedrig. So, das Netzwerk ist gehackt. Wir haben unsere Daten. We've confirmed successful acquisition of the Advent files. Eliminate any remaining hostiles in the area. So, Tyrant schicken wir in den Pistol Overwatch. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie viele Aliens sind denn hier überhaupt noch übrig? Der Timer ist jetzt natürlich vorbei, das heißt wir haben... Oh, da ist ja einer. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Mal gucken, ob wir den erwischen. 65%. Okay, erwischt haben wir ihn, aber der Schuss ist wohl nicht stark genug. Der hat doch ein bisschen mehr Leben als seine Kollegen. Okay, es passiert mal wieder nichts. Zumindest nichts, das wir sehen können.
Hier gab es ja im Ur-XCOM, das 19 irgendwas erschienen ist, gab es dann zumindest immer jede Menge Geräusche. Das heißt, du hast gehört, wenn Türen geflogen sind oder eine Explosion gefallen ist. Das hast du dann immer mitbekommen, aber hier gar nichts. So, hier scrolle ich jetzt mal in die falsche Richtung. Der Sektoide, was ist mit dem? Hat er sich nicht bewegt? Nee, der steht immer noch gleich doof rum wie vorhin. Okay. Dann machen wir ihn platt mit einem Crit. So, unsere beiden Jungs hier, die haben jetzt genug gechillt. Die dürfen jetzt auch mal was machen. Das heißt, mit denen gehen wir jetzt auch mal in die Offensive und gucken, wo dann noch Soldaten rumlungern könnten. Das ist ein bisschen doof, hier gerade im Zug reinzukommen, okay. Ah, ich habe die Steuerung einfach noch nicht ganz verinnerlicht. Okay, da sehen wir jetzt einen Soldaten. Aha, der steht da hinten, okay. Mal gucken, ob wir den erwischen mit Sato. Nein, okay. So, hier haben wir noch Tyrion. Die positionieren wir jetzt mal außerhalb des Zugs. Okay, da ist jetzt noch ein Alien. Ach so, die stehen da auf dem Dach. Okay. Was machen wir jetzt am besten? Nee, die Sektoiden schießen ja nicht wirklich. Beziehungsweise ich habe die noch nicht bislang schießen sehen. Ich glaube, wir werden auch hier eine Granate einsetzen, um diesen Soldaten auszuschalten. Der hat nur 3 Lebenspunkte. Und das wird funktionieren. Okay. Ich versuche hier gerade beide auf einmal ins Visier zu kriegen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Oh, habt ihr das gesehen? Ich hatte jetzt gerade beide gleichzeitig im Visier, jetzt schon wieder, aber... Scheiße. Okay, das ist hier echt eine Millimeterarbeit, das lassen wir jetzt sein. Ich schmeiße jetzt einfach die Granate da rein. Der Soldat kippt um, sehr, sehr fein. Kippt runter auch noch. Und jetzt ist die Frage, was machen die Aliens? Gibt es hier noch mehr davon oder sind es wirklich nur diese 2? Die machen ja schon wieder nichts, oder? Ich habe die zumindest beide im Blickfeld. Das heißt, wenn die sich jetzt groß bewegen, dann kriege ich das mit. Oder es ist halt ein schon ziemlich arger Bug, den wir hier gerade vor der Nase haben. Ja, okay, ich scroll hier mal wieder quer durch die Gegend. Aber die beiden haben wirklich gar nichts gemacht. Die sind einmal nur rumgestanden, blöd. Okay, ja. Okay, nehmen wir mit. Nach der ersten Mission, wo ich ja schon meine erste Soldatin verloren habe, nehmen wir dieses Geschenk dankend entgegen. Und versuchen es mal mit der Sniper Rifle und dem Sektor hier. Bam. Okay, war ein Crit. Trotzdem steht der Typ immer noch auf dem Zug rum. Okay, nein, hier darf ich nicht hinlatschen, sonst habe ich keinen Zug mehr übrig. Das heißt, okay, hier halbe Deckung ist vielleicht keine blöde Idee. Hm. 68%, das riskieren wir. Und noch ein Crit und bam. Ha, jetzt ist er noch runtergefallen, habt ihr das gesehen? Na, ich glaube, das ist echt der letzte. Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen zu weit bewegt. Jetzt gehen wir hier in den Overwatch mit Barnes, der ja ein neuer Rekrut ist. Versuchen wir es mal mit einem... Oh. Habt ihr das gesehen? Er hat versucht, die Scheibe einzuschlagen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Der Treffer hatte aber trotzdem gelandet. Naja. Und noch eine Beförderung. Ja Mensch, das ist ja richtig, richtig gut gelaufen diesmal. Flawless, also einwandfrei. Keine verwundeten Soldaten, keine getöteten vor allen Dingen. Nur glückliche Gesichter hier auf der Heimreise. Ein neuer Rekord. 80%
Successful Shot Percentage. Okay. Das ist ja auch lustig hier. Average Enemies Killed Per Turn. Also wie viele Feinde wir ungefähr pro Zug getötet haben. 0,86. Alles klar, na dankeschön. I wondered how the new gear would hold up, Commander. Looks to me like it's working out just fine. Ja, der einzige Gear, den wir mitgenommen haben, war ja eigentlich das Medkit. Haben wir auch gar nicht gebraucht. Serving as our demolitions experts, the Grenadiers provide heavy ordnance delivery whenever and wherever we need it. Okay, lehnen wir zum Grenadier mit fetter Wumme und Granatenwerfer. Und Barnes wird zum Spezialist. Okay. Ja, passt. Mehr gibt's hier nicht zu tun. We can start clearing out the old equipment and debris from the ship to make room for new facilities. Okay, der Kay hier, der eigentlich mal in der RPG immer sowas wie ein Gandalf-Verschnitt darstellt, der ist jetzt also unser erster Ingenieur. It's going to take more time and manpower to make space for new facilities. Und den lassen wir dann hier mal ausgraben. So. Looks good to me. Okay, just give the word and we'll get started, Commander. Excavation is underway, Commander, but it's going to take some time to get all that stuff cleared out. Commander, we have a secure transmission coming through. Source unknown. Patching it through to your quarters. New is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent administration. With one exception. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside. It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction. As of now, Resistance forces are currently somewhat disorganized. If we are to defeat Advent and their alien masters, you must change this before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. We suspect they have been taken to a nearby Advent black site. Though its exact location remains unknown. Time is short, Commander. We need you to take charge of resistance operations throughout the world. Establish contact with the local cells and bring them into the fold. Find this black site and shut it down. Save our world. The clock is ticking. Good luck, Commander. Looks like we better get started, Commander. I'll be on the bridge when you're ready. Alles klar, das ist also unser Retter, der irgendwie die Infos beschafft Commander, hat. Our current position is here, just outside Resistance headquarters. When we're not on the move, this will serve as our home and our source of supplies. The Councilman has tracked the alien black site to this region. Unfortunately, we don't have its exact coordinates yet. If we're going to have any chance of finding this facility, we'll need to make contact with the local resistance cell nearby. Tigan has a theory about how we might reach out to them without getting the aliens' attention, but we'll need to give him time to conduct his research. We shouldn't wait too long on that, Commander. We have to start making contact with other regions soon if we're going to build a global resistance and take on Advent. New objective added. Mm-hmm. Das ist wohl die nächste Story-Mission in dem Fall. Looks like you won't have time for that just yet, though. Remote reconnaissance may have found something not far from our current position.
Okay, das ist so ein Seitenevent in dem Fall. Ich muss hier Avenger plotting new course. 5 Tage rumsitzen oder suchen und dann kriege ich ein paar neue Soldaten dazu. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. While we're waiting for new missions or the completion of our research, we can pass time by scanning at sites like this one. On your order, we'll start our scans of the surrounding area. Okay, dann machen wir das doch mal. 5 Tage? Kann ich da schon hin? Nee, okay. Ja, wir scannen jetzt hier mal die 5 Tage durch. Beziehungsweise bis zum nächsten Ergebnis. Modulare Waffen, okay. Okay, sieht so aus, als haben wir jetzt die erste Forschung nach neuen Waffentechnologien abgeschlossen. Als nächstes können wir die magnetischen Waffen erforschen und haben auch die ganzen Upgrades, die die Aliens im Feld übrig lassen, können wir jetzt irgendwie in unsere Teile verbauen, was ja auch schon mal eine ziemlich coole Sache ist. Okay, weiter. Okay, das ist nun nochmal die Bestätigung davon, dass wir irgendwelche Upgrades, die wir im Feld finden, beziehungsweise halt in den Missionen, dass wir die dann in unsere Waffen einbauen können. Okay, als nächstes würde ich sagen, wir haben, wir nehmen uns den Officer hier vor. Officers appear to be similar, if not physically the same as the common Advent Trooper in terms of power and agility. However, field reports indicate a more developed mental acuity, as the officers do provide tactical directives to the subordinate Advent forces. Okay, Doc, wir sehen uns in 3 Tagen. So lang dauert die Autopsie scheinbar. Working within the constraints of the Avenger, I've had a difficult time finding room to conduct some of our more theoretical experiments. Perhaps the next time we sit down. Okay, ich würde sagen, ab auf die Brücke. So, wir scannen jetzt hier noch weiter. Achievement unlocked. Wir haben ein paar neue Soldaten gefunden, die sich hier irgendwo versteckt haben in dem Lagerhaus oder waren Old Warehouse. Okay, gut. Weitere Soldaten können wir immer gebrauchen. William Jones, Laurie James, Agato Leroy und Bernardo Hernandez sind jetzt Teil von unserem Team. Sehr fein. Okay, die Mission ist weiterhin gelockt. Das ist in dem Fall diese Black Site, die uns der Typ von der Council erklärt hat. Das sollten wir uns mal angucken. Okay, das ist auch erledigt. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt dorthin. Mal gucken, was wir jetzt bauen können. Labor, Workshop, Power Relay und dann gibt es noch 2 Soldaten spezifische Dinge. Hier das Advanced Warfare Center. Da heilen die Soldaten dann wohl besser und was kann man hier noch machen? Soldiers may gain a bonus ability outside of the current class. Okay, also bei der Beförderung ist es irgendwie besser. Und die Guerrilla Tactics School, die gab es auch schon im Vorgänger. Die erlaubt es uns, verschiedene Upgrades für die Squads zu kaufen. So Sachen wie 5 oder 6 Leute mitnehmen und nicht nur 4. Ja, als erstes habe ich mich jetzt hier für die Power Relay entschieden. War auch eigentlich immer so, dass die, ja, der Strom, der geht immer irgendwie am schnellsten aus. Von daher ist das, glaube ich, nicht ganz verkehrt, wenn wir das Ding jetzt zuerst gebaut haben. Although we have allies scattered in cities throughout the globe who are willing to share their knowledge of Advent's operations, the aliens are actively pursuing them.
It will be up to you to ensure the safety of our operatives, Commander. Good luck. Okay, es gibt einen Wissenschaftler, der zu uns überlaufen möchte. Okay, wir machen jetzt hier keine großen Veränderungen am Team. Die haben beim letzten Mal schon ziemlich gerockt zusammen. Das heißt, wir nehmen die ganzen Jungs mit auf die nächste Mission. Operation Fallen Gears heißt das Teil. Wir legen los, sobald wir hier grünes Licht bekommen. Oder rotes Licht in dem Fall. Eliminate all hostile contacts. Our position is concealed. Okay, wir sind mal wieder geschützt. Die Aliens wissen nicht, dass wir da sind. Durch das Gebäude gehen wir mal jetzt besser nicht. Da werden wahrscheinlich überall die Bürger warten, die natürlich denken, dass die Aliens hier nur Gutes tun. Vielleicht sind es auch irgendwelche Kameras, die da rumhängen. Wer weiß das schon. So, wir nähern uns jetzt mal hier der Location übers Dach. Vielleicht schaffen wir es ja mal ausnahmsweise, einen Hinterhalt auszuführen, ohne dass uns die Aliens vorher entdecken. Bis jetzt sind wir ja jedes Mal irgendwie komplett in die Aliens reingerannt. Okay, nee, hier runter gehe ich jetzt noch nicht. Oh, hier kann ich bis zur Seitenplanke oder was weiß ich, dem Aussichtspunkt drunter. Und das sind schon die ersten Aliens, die wirklich hier rumstehen, nur nicht wissen, was ihnen jetzt gleich blüht. Oder hoffentlich blüht. Okay. Nee, wir können jetzt hier runter theoretisch, aber ich möchte mit der Scharfschützin natürlich eher auf dem Dach bleiben. Gibt ja auch einen ordentlichen Bonus. 10-4. Okay, da rücken wir eben ein bisschen langsamer vor. Aber weiter vor komme ich nicht mit der. So, unser erster Spezialist, der geht jetzt. Okay, hierhin. Das Seitengeländer. Zwar nicht wirklich ein Schutz, aber die haben uns noch nicht gesehen. Also mit dem müssen wir noch irgendwo anders hin. Okay, und Lane kommt hier auch bis hier hin. Guck mal, eine Taube. Okay, weg ist sie. Ich hoffe, das war keine Alien-Taube, sonst habe ich gleich Ärger. Double time. Mhm. So, mit dem Typen versuchen wir mal direkt ganz runter zu kommen. Dass wir von dort unten auch jemanden ins Visier nehmen können. Hier gehen wir jetzt in Overwatch. Für den Fall, dass irgendwas passiert, haben wir noch die Möglichkeit, auf die Dinger zu schießen. Firebrand has a limited window to provide extraction. Okay, dritte Mission. Drittes Mal sind wir hier unter Zeitdruck. Wir können also nicht wirklich rumchillen und ganz, ganz langsam vorgehen, sondern wir müssen hier wirklich Druck machen. So. Hier die Sniperin auf dem Dach geht in den Overwatch, wie wir das wollen. Und hier rücken wir auf die Straße vor. Hier müssen wir echt aufpassen, weil die Verkehrskameras können unsere Position erraten. Noch zwei von den Soldaten, okay. Was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, Lane soll
unseren Kollegen hier unten verstärken. Wir schicken den also mal runter auf die Straße. Ich hoffe jetzt, der latscht jetzt nicht in irgendeine Line of Sight rein. Nein, okay, direkt daneben. Geht hier in Deckung. Ja, und die beiden, die bleiben jetzt einfach auf dem Dach, würde ich meinen. Ja, die bringen wir jetzt hier wieder in den Overwatch. Okay, die latschen gemütlich nach vor bis zur Türe hier. Sieht zumindest danach aus. Okay. Okay, wie gehen wir das jetzt hier am besten an? Also wir müssen jetzt hier diesen Kampf irgendwie eröffnen. Ich würde sagen, ja, mit Lane eigentlich. Die zwei da hinten, die stehen irgendwie so gut. Die müsste ich mit einer Feuergranate richtig, richtig gut erwischen können. Frage ist auch. Okay, 95% Trefferchance. 92 auf den nächsten. 87, 85. Eigentlich muss Tyrion den erwischen. Wenn die mal schießt, dann hat sie den auch. Wir gehen jetzt hier aber trotzdem mit ihr in den Overwatch, weil wir wahrscheinlich mehr Gegner ausschalten können, wenn wir die zwei anderen hier mit Lane irgendwie platt machen. Okay, dafür müssen wir noch ein bisschen näher ran. Sind bislang nicht aufgeflogen. Okay, aber wir müssen die anderen... Okay, oh, die Steuerung. Das ist hier die Frag-Granate, also die kann ich locker zu zweit auch schalten. 3 bis 4 Schaden, die haben wieder nur 3 Lebenspunkte. Wir müssen aber jetzt erst noch die anderen Jungs... Moment, was ist hier oben eigentlich? Kamera rotieren. Nächster Soldat, okay, mit der Tabulator-Taste kann ich das auch machen. Dann gehen wir mit denen in den... Oh, hier kann ich sogar was hacken, aber gut, das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt mit denen in den Overwatch. Overwatch. Mit diesem Kollegen das gleiche. Komm, komm, ab in den Overwatch. Und jetzt können wir hier diesen Kampf eröffnen und gucken, was passiert. Also es kann eigentlich nicht viel schief gehen, aber das ist halt XCOM 2. Und in XCOM 2 passiert immer irgendein Scheiß, ne? Boom. Okay, die zwei sind mal down. Jetzt werden die anderen zwei gleich mal checken, was hier abgeht. Wir haben schon ein schönes Loch irgendwie in der Wand. Okay, und jetzt ist es, jetzt wird's spannend. Kriegen wir die oder kriegen wir sie nicht? Okay, Barnes macht den gleich platt. Wow, okay, das läuft ja wirklich wie am Schnürchen. Jetzt fehlt... Ja, Hammer, oder? Okay, wir haben hier noch eine Promotion eingesackt. Also das hat jetzt wirklich verdammt, verdammt gut funktioniert. Ich hätte es nicht gedacht, aber mein lieber Scholli. 4 Aliens down. Die Frage ist, wie viele gibt es hier noch? Okay, hier haben wir Loot. Den holen wir jetzt mit Tyrion. Aber erstmal ein bisschen langsam vortasten. Das heißt, wir machen hier erstmal einen Mini-Move. Und bald, dass dann noch irgendwelche Aliens auftauchen. Confirmed. As if people in the cities weren't brainwashed enough. Who knows what the aliens are putting in their heads for entertainment. Okay, mehr Loot. Sehr gut. Mir fällt gerade ein, ich habe wohl vergessen, vor Beginn dieser Mission den ganzen Loot irgendwie meinen Soldaten zuzuteilen. Müssen wir beim nächsten Mal unbedingt machen. Okay, wir versuchen jetzt hier mal... Wir haben ein bisschen Zeit, noch 6 Runden. Diesen Verkehrsüberwachungs-Adventturm zu hacken und schauen mal, was da so passiert. Okay, wenn ich den Hack fehle, dann habe ich ein ziemliches Problem. Aber der macht das schon, der Nick hier. Und jetzt bin ich für 2 Züge komplett immun. Okay, es könnte potenziell sehr nützlich sein. Jetzt sind halt gerade keine Gegner da. Das heißt, ja, ich nehme es mal mit.
So, wir rücken jetzt mal vor mit unseren ganzen Leuten. Mal gucken, dass wir hier ein bisschen aufschließen. Zum Rest des Teams. Und Lane lassen wir jetzt gleich mal da reinstürmen und gucken, ob wir diesen Wissenschaftler nicht gleich befreien können. Das sieht eigentlich schlecht aus hier. Okay. Nur ganz ein kurzer Alienzug. Das heißt, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass da jetzt sonst keiner mehr rumschwirrt. Kommt wahrscheinlich dann gleich Verstärkung daher. Wenn, dann ist da noch eine Gruppe irgendwo in der Nähe der Evakuierungszone und da ist ganz sicher noch jemand. So, wir gehen jetzt hier um die Ecke, ja. Und öffnen diese Türe. Hacking in now. 100% mit einem Take-Score von 5. Ja, Lane ist nicht so die Leuchte. Aber guck mal, seht ihr das? Irgendwie, This Soldier's Hacking Percentage, also kannst du hier irgendwie die Fähigkeit des Soldaten steigern, zukünftige Hacks auszuführen. Das fand ich jetzt schon richtig, richtig gut. Ich frage mich, ob das öfter vorkommt oder ob das jetzt nur, weil es halt eine offizielle Mission ist, irgendwie auftritt oder nicht. Also das müssen wir uns noch anschauen. Weil sonst gäbe es die Möglichkeit, halt einen Soldaten oder so wirklich als super Hacker zu etablieren und den zum IT-Spezialisten irgendwie noch zu machen. Und wahrscheinlich würden sich dafür dann die Spezialisten auch am besten anbieten, weil die können halt auch auf Range hacken und müssen nicht direkt an der Konsole stehen. So, jetzt gehen wir mal mit dem Wissenschaftler hier raus. Hier ist eine Truhe oder so und da müssen wir natürlich auch reingucken. Oh, ich habe, glaube ich, hier gerade einen Gegner gesehen. Da aus dem Augenwinkel, der stand da an der Ecke links. Ein leerer Container, alles klar. Ja. So, Tyrell muss jetzt unbedingt aufrücken. Wir kommen nämlich schon verdammt nah an die 45 Minuten. Mal gucken, dass wir diese Mission irgendwie dem Ende entgegenführen. So, die Aliens sind dran und da ist genau der Typ, den ich dann vorhin doch gesehen habe. Ich habe mir das nicht nur eingebildet. Wir haben den Sektoiden erwischt, der allerdings nur 3 Lebenspunkte verloren hat und noch ein bisschen mehr davon übrig hat. Okay, der flüchtet jetzt ins Gebäude, der andere hier beim Auto. Ich frage mich ja, was sich die Leute da denken. Ja, die ducken sich hier, weil sie irgendwie meinen, ja, wir sind die bösen Jungs. Aber der Sektoide sieht ja schon nicht freundlich aus. Weiß ja nicht so recht. So, wir haben auch diesen Soldaten hier erwischt. Okay, mit Tyrell müssen wir jetzt hier irgendwo ein bisschen vor. Das heißt, wir hängen uns hinter dieses Auto hier ran. So können wir dann die Squad, die jetzt hier wahrscheinlich gleich auftaucht, gleich ins Visier nehmen. Lane versucht sich hier noch an diesem Droiden. An diesem Sektoiden, sorry. Erwischt den auch nochmal ein bisschen, aber er steht immer noch. Wir gehen jetzt mit dem Wissenschaftler hier noch in Deckung. Und hoffen mal, dass der Sektoide da keinen Scheiß macht. Dem Soldaten brechen wir auch noch ein bisschen vor. Ja, und jetzt kommt dann wahrscheinlich gleich die Squad. Da ist sie schon. Die Squad bekämpfen wir dann aber in der nächsten Episode von Let's Lane. Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hatte einige Probleme mit dem Video hier. Und auch mit dem Audio bin ich nach wie vor nicht so ganz happy. Aber gut, wir kriegen das auf jeden Fall noch hin. Ich verspreche es euch. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis allerspätestens nächsten Mittwoch. Dann kommt die nächste Episode raus. Hier sehen wir noch dem Sektoiden zu, wie er versucht, Lane irgendwas anzutun. Okay, ja, alles klar. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir sehen uns. Ciao.